Guten Abend, meine Herren. Ich heiße Sie in der National Gallery willkommen. Da heute ein so wunderschöner Tag ist, sind Sie die einzigen Besucher und werden es wohl auch bleiben. Für eine geführte Tour sind jedoch mindestens... Wir sind nicht hier, um uns den Schönheiten Ihres Museums hinzugeben, junger Mann. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sherlock Holmes und das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Sherlock Holmes? Der berühmte Detektiv? In der Tat. Es besteht Grund zur Annahme, dass das Museum beraubt werden soll. Vielleicht schon heute. Was? Ein Raub? Ich bin nicht sicher, aber es gibt einen guten Grund für diese Annahme. Wir haben Inspektor Lestrade von Scotland Yard benachrichtigt, der jeden Moment zu uns stoßen wird. Sie können versichert sein, dass wir uns in offizieller Angelegenheit hier aufhalten. Bis dahin können Sie uns mit Ihrem reichhaltigen Wissen erfreuen. Eines der Gemälde spielt dabei eine wichtige Rolle. Leider weiß ich nicht, um welches es sich handelt. Aber ich verfüge über Hinweise, die es einem Experten wie Ihnen ermöglichen sollten, es zu identifizieren. Ja, natürlich. Ich arbeite aber erst seit 3 Tagen hier. Genau genommen bin ich noch in der Ausbildung und hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben zuständig. Sagen Sie, ist meine Annahme richtig, dass es sich bei dem älteren der beiden Herren dort oben um den Museumsdirektor handelt? Ja, das ist Sir Poynter. Er wird Ihnen sicher eine größere Hilfe sein als ich. Leider ist er gerade sehr beschäftigt und es könnte noch eine Weile dauern. Aber diese Wand ist meiner Werke nicht würdig. Meine Werke sind eine Ode an Farbe und Licht. Es sind die Sterne und die Sonne selbst, die Sie mit Ihrem absurden Vorschlag zum Erlöschen bringen. Bitte verstehen Sie doch, Sir. Die Eingangshalle ist wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Wir können den Raum jedoch ein wenig heller gestalten. Dann müssten Sie an der gesamten Decke Laternen aufhängen und natürlich nur feinstes Öl dafür verwenden. Auf keinen Fall Gas. Außerdem bräuchten wir Spiegel, das Licht reflektieren. Und natürlich einige schlichte Bilder, um die Kontraste herauszuarbeiten. Wir werden unser Möglichstes tun, Sir. Dennoch bestehe ich darauf, dass zumindest ein paar meiner Werke auf der Hauptebene ausgestellt werden. Gleich neben den großen Ausstellungsstücken. Aber unsere Räume sind bereits alle belegt. Und wie Sie wissen, repräsentiert jeder ein besonderes Thema. Zu viel Modernismus würde... Wie kann es zu viel Modernismus geben? Modernismus existiert doch gar nicht. Es gibt nur die Kunst. Und Kunst ist zeitlos. Kunst ist kosmisch. Sir, vielleicht sollten wir diese Unterhaltung in meinem Büro fortsetzen. Sie haben doch sicher ein Register, das alle ausgestellten Arbeiten mit einer detaillierten Beschreibung enthält. Ja, Sir Poynter hat es mir heute Morgen gegeben. Ich sollte mich mit der Sammlung vertraut machen, aber ich habe es verloren. Ich weiß, ich bin ein sehr nachlässiger Archivar, aber als ich einen Rundgang durchs Museum machte, traf das Bild ein, über das Mr. Poynter gerade spricht, zusammen mit Kisten voller Werke, die schnell archiviert werden mussten. Ein verlorenes Register. Was halten Sie davon, Watson? Wie war Ihr Name noch, Mr.? Palliner. Mein Name ist Palliner, Sir. Also schön, Palliner. Mein Freund und ich werden das Museum nach dem verlorenen Buch absuchen. Wenn Sie es auf dem Rundgang verloren haben und es sich nicht auf Ihrem Pult befindet, müssten wir es in einem der Ausstellungsräume finden. Warten Sie hier. Wir kommen wieder, wenn wir es gefunden haben und keine Sorge. Von uns wird der Direktor nichts erfahren. Haben Sie vielen Dank, Sir. Ich werde wieder meiner Arbeit nachgehen und auf Ihre Rückkehr warten. Sagen Sie, junger Mann, gibt es von diesem Gebäude einen Bauplan? Ja, natürlich. Ein Moment. Wo habe ich ihn nur? Ah, hier ist er. Auf Wiedersehen, Palinor. Ich frag mich, ob hier wirklich die Bilder der National Gallery abgebildet sind. Zerbrechlich. Porzellan im Museum? Kunst ist kostbar, mein lieber Watson. Doch diese Kiste ist ungewöhnlich. Schätzungsweise 1 Meter an den Seiten mal 2 Meter. Und da sitzt sicherlich Lupin drin. Was für ein Chaos!
Was für ein Chaos! Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung von Kunst. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich viele große Gemälde erkennen würde. Selbst welche, die man kennen sollte. Dieser Maler, der sich mit dem Direktor unterhalten hat, er lässt seine Launen sogar an der armen Pflanze aus. Ich habe doch gesagt, keine Störungen. Hast du gesagt? Klage um den Leichnam Christi von Giuseppe de Ribera, einem Maler des Tenebrismus. Na klar! Ein großartiges Gemälde von Murillo. Beeindruckend. Traumhaft. Dieses Gemälde von Tiziano Vecellio, besser bekannt als Tizian, ist eine Allegorie der Klugheit. Aus der Vergangenheit schöpft die Gegenwart klug, um nicht der Zukunft zu schaden. Was für ein weiser Ratschlag. Ein Apostel, Giuseppe de Ribera, 1591 bis 1652. Venus mit Spiegel von Diego Velázquez, der neben Francisco Goya und El Greco als einer der größten Künstler der spanischen Geschichte angesehen wird. Bauernjunge von Bartolomé Esteban Murillo, 1617 bis 1682. Christus treibt die Händler aus dem Tempel. Gemälde des spanischen Meisters El Greco. Die Heilung des Kranken am Teich Bethesda von Murillo. Er war einer der wichtigsten Maler des spanischen Barock im 18. Jahrhundert. Die Heilung des Kranken am Jakob und die Herde von Laban. Von Giuseppe de Ribera, wegen seiner Größe auch Lo Spagnoletto oder der kleine Spanier genannt. Votivbild der Familie Vendramin, Familienmitglieder vor einer Reliquie des Heiligen Kreuzes, von Tizian, einem venezianischen Maler, gestorben 1576, führender Vertreter der venezianischen Schule des Cinquecento. Ach, das Cinquecento! Mhm. Philipp IV. Auf Saujagd, ein Bild des großen spanischen Meisters Diego Velázquez, 1599 bis 1660, Maler des spanischen Siglo de Oro. Es zeigt eine königliche Jagd. Mhm. Hätte ich natürlich alles gewusst. Und nein, ich habe noch nicht von einem dieser Maler irgendwas gehört, außer Tizian. Porträt einer Frau von Peronneau. Französische Schule, Pastell auf Papier. Mhm. Horace Vernet, mein Vorfahr. Herrlich, diese Landschaft im Sonnenuntergang. Die ist wirklich schön. Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Horace Vernet, mein Vorfahr. Herrlich, diese Landschaft im Sonnenuntergang. Ah, Horace und Joseph? Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Du stammst also von den Vernets ab. Wusste ich auch nie, aber okay. Der Triumph des Pan. Von Nicolas Poussin. Ein Porträt. Madame Moitessier von Ingres, der nebenbei auch ein Geiger war, so wie ich. Hm. Monsieur de Norvins. Porträt von Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780 bis 1876. Also bei aller Liebe, ich kann ja mir irgendwelche Bilder merken, aber ich merke mir doch nicht, wann die Künstler gelebt haben. Der Liebesbrief von François Boucher. Eine schöne Landschaft von Boucher, François, ein Meister der Farbe im Zeitalter der Aufklärung. Die Schlacht von Jemappes von Horace Vernet, einer der Siege der Französischen Revolution. Horace Vernet, die Schlacht von Hanau, die 1813 stattfand, für Napoleon der Anfang vom Ende, trotz des Sieges.
Oh. Watson, kommen Sie schnell. Was gibt es, Holmes? Haben Sie etwas gefunden? Ein Gemälde von meinem Großonkel Horace Vernet. Ich hatte ganz vergessen, dass ich hier auf seine Arbeiten treffen könnte. Das ist sicher der Vorfahre, auf den sich Lupin in seinem Brief bezieht. Ein wirklich talentierter Maler, finden Sie nicht? Wer? Lupin? Nein, Vernet. Obgleich Lupin auch gewisse Talente zu haben scheint. Er versteht sich nur auf andere Dinge. Kaiser Napoleon I. oder Bonaparte, wie wir Engländer sagen, von Horace Vernet gemalt. Das Liebeslied von Jean-Antoine Watteau, geboren 1684, gestorben 1721. Französischer Maler, einer der ersten im Stil des Rokoko. Er war von der Commedia dell'arte inspiriert und liebte es, Theater und Feste in seinen Gemälden abzubilden. Perfekte Harmonie von Jean-Antoine Watteau. Geschlossen. Ein Gemälde von Poussin, das Moses Entdeckung darstellt. Sehr schön. Die Anbetung des goldenen Kalbs von Nicolas Poussin, ein klassischer französischer Maler des 17. Jahrhunderts, der den Großteil seiner Schaffenszeit nicht in Paris, sondern in Rom verbrachte, wo sich die bedeutenden Schulen jener Zeit befanden. Jacques Cassot, Porträt von Jean-Baptiste Peronneau, geboren um 1715, gestorben 1783. Ja. Da, offenbar haben wir das berühmte Registerbuch entdeckt. Es ist in Kurzschrift verfasst und enthält hunderte von Einträgen. Bringen wir es zum Archivar. Boah, ich muss eine Aufnahmepause machen. Also die Musik und... Nee, mach mich fertig. Ich bin so müde gerade. Tut mir leid. In dem Sinne, bis später. Tschüss.